Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen beim zweiten GroupCraft Server Video. Es hat sich sehr viel getan hier auf dem Server von Floster und es sind auch noch in späten Zeiten sehr viel on. Dankeschön für alle, die aktiv auf dem Server sind und auch meine Videos schauen. Und ja, es gibt viel zu zeigen. Zuerst beginne ich mal mit dem Spawn. Aber da kann ich jetzt gut nicht gut rein. Ich muss kurz das Pferd abstellen. Das ist nämlich so ein Aufpasserpferd. Nein, es ist einfach ein gecheatetes Pferd. So, das Pferd geht weg. Sonst klaut es noch jemand. Also, hier ist der Spawn. Wir haben ihn jetzt hochgesetzt vom Hauptplatz, damit ihr einfach so eine Einführung bekommt, die neu sind. Und ja, hier unten gibt es ein paar Tipps. Alles andere ist auf der Hauptseite, also Regeln, ja, was es für Zonen gibt, was es für Portale gibt, wo sie hinführen, in welche Welten und so weiter. So, hier unten gibt es eine Bar. Zeige ich mal kurz. Hallo, renn doch. Genau. Ja, in dieser Bar könnt ihr Trinke abholen. Ja. Müssen wir noch machen, dass es Getränke gibt. Und jo, das war das Rathaus. Und hier drüben ist das Haus von Mega Coolman, unserem ja, Plugin-Umsteller und Entwickler. Ja, kurz reinschauen. Hier oben gibt es noch. Okay. Schlafzimmer, hier ist Teppich. Ja, ein. Es geht noch weiter nach oben. Ja, da oben ist noch nichts so eingestellt. Also, ja, wurde noch nichts reingestellt. So. Ups. Dann gibt es hier einen Brunnen. Da hat Floster gebaut. Jo. Mit einem. Wie sagt man? Ja, Bottich oder Eimer eher gesagt, Wasserbehälter. Und hier drüben gibt es jetzt ein anderes Gebäude für das Portal, haben wir umgestellt, damit es ein bisschen besser sichtbar ist. Und ja, hier rein kommt ihr dann in die neuen Welten, ist eine kleine Welt, wo ihr jo, die Portale aussuchen könnt, welche Welt ihr dann wollt. Und hier hat Lelyox eine Schlemmerbude aufgemacht. Ist noch im Bau. Und innen drin kann man zum Beispiel hier Essen nehmen und so weiter. Ja. Okay, Werfer, gut. Dann gehen wir weiter hier hinten. Hier hinten ist noch am wenigsten. Das kann ich gerade noch zeigen. Also, mach so einen Bogen, weil dann auf der anderen Seite am meisten ist. Hier baut jemand, ich weiß es nicht genau, wer es ist, aber das wird sich dann wahrscheinlich ja zeigen, wer es ist. Aber momentan ist hier noch fast nichts. So, und hier ist das Haus von 19Gamer97. Er baut so halb in den Berg rein, sieht schön aus. Die Rosen gefallen mir und ja, scheinbar baut ihr hier auch in die Höhlen rein. Sehr interessant. Kann man hier rein, ja. Also, jo. Die Höhle hier ausgebaut. Hier kann man raus. Es geht weiter. Mal schauen. Wow. Gute Idee. Hier geht es auch nach oben. Und wieder raus. Okay. Ein sehr interessantes Haus und schönes Haus. Gut, gut. Okay, hier gibt es eine Funktion. Keine Ahnung von wem das ist. Wahrscheinlich von Floster. Der baut gerne mit Commentblöcken. So, hier ist das Haus von Lyrox, glaube ich. Hast du irgendwo ein Schild? Aber es ist, glaube ich, von Lyrox. Ich kann mal kurz schauen. Ja, hier müsste ein Schild sein. Schau ich mal kurz. Überraschung, okay. Hast du eine Kiste irgendwo?
Da kann ich es kurz zeigen. Da ist, glaube ich, nicht Gesicht. Nein. Eben Schilder wären toll für das Video und auch für andere Leute zu sehen, wer hier wohnt. So, hier kann ich schauen. Ja, Lyox, also Lyox ohne R. Gut, er baut so ein Art, wie soll ich das nennen? So eine kleine Stadt, ein kleines Dörfchen mit Minigebäuden. Sieht richtig gut aus. So. Ich bin Crazy Duck. Okay, dann bist du Crazy Duck. So, und hier haben Enro und noch einer, sein Kollege, gebaut. Muss ich kurz schauen, wo noch ein anderes Ding ist, dass ich den anderen auch sehe. Okay, Enro hat nur hier gebaut. Vielleicht hier oben. Kann sein. Die ist nicht gesichert. Also im Twizy. Enro und im Twizy haben hier gebaut. Das Enro, okay. Ah ja, die haben so ein bisschen Scherze gemacht mit ihren gegenüber als Pet gemacht. Genau. Okay. Noch am Anfang. Also sind relativ neu. Gut. Und jetzt gehen wir am besten hier nach oben. Hier hat nämlich Floster gebaut. Der Art, also der OP. In seinem Haus aus blauem Glas und rotem Dach, also die Ziegelsteine. Okay. Hier oben noch nicht so eingerichtet, aber ja, ist auch sehr beschäftigt. Okay. Von außen sieht es gut aus, bis sehr gut. Gefällt mir. Ist mal etwas anders mit seinen blauen Scheiben. So, hier ist ein. Hier ist der Floster-Briefkasten, ne? Ja. So, dann gehen wir hier runter. Hier hat Black Shadow gebaut. Seinem Haus ist, ja, alles unterirdisch. So eine kleine Hobbithöhle. Gehen wir kurz hier rüber. Hier ist schon Crazy Duck am Schauen. Er hat hier auch etwas Unterirdisches gebaut und hat hier ein Pferd. Will er kurz zeigen, dass ich rein soll? Okay. Ah. Und ein Lager? Okay. Jo. Ist wahrscheinlich auch noch am Einrichten. Gut. So. Der Blue Place Day hat hier gebaut. Oder ist hier am Bauen. Okay, hat noch. Bitte. Okay, ja, ist Blue Place Kiste. Okay, baut sicher dann bald weiter. Ist auch relativ neu. So, sehen wir dann im dritten Video. Und hier ist ja Toby Nations Hütte. Kann ich auch kurz reinschauen, weil er nicht da ist. So, dankeschön, dass ich rein darf. Als Admin darf ich rein. Ich möchte einfach ein bisschen das Innere von den Häusern zeigen. Ich werde natürlich nichts machen, einfach nur kurz reinschauen und zeigen. Außer ihr wollt es eben nicht, dann dürft ihr es gerne mehr sagen. So, und hier unten hat er auch irgendwas gebaut. Ah, das Lager, genau, stimmt. Jo. Also, dann das nächste Haus. Gehen wir hier rüber. Schauen kurz die zwei Häuser an. Sonst verpasse ich da noch ein Haus. Das Haus ist von, er hat es auch noch nicht gesichert, Schleppcrafter. Ja, das ist auch einer, der heute gekommen ist. Hat kurz hier ein Haus gebaut. Was auch sehr interessant aussieht. Das Dach vor allem, also es ist so, wie sagt man dem? Wie ein Tanzapfen irgendwie so. Okay. Dann schauen wir auch ins Haus vom Schlamm.
Hat er zwei gebaut? Okay. Interessant. Aha. Okay. Ah, da geht's links rum. Okay, gut. Jo. Auch interessant. Er macht spezielle Dächer. Nicht so exakt. Er macht sie eher so, ja, wie soll man sagen, rund halt, alles eckig. So, und jetzt gehen wir rüber zu meinem angefangenen Langhaus oder eher, ja, so genannt. Hier baue ich dann noch ein bisschen mehr aus, also ich will nicht so ein kleines Rämmchen noch haben. Hier kommt ein Fitnessstudio hin, einfach so. Und hier ein Swimmingpool. Und das war es im Mittelalterstil natürlich, auch wenn man das früher nicht gemacht hat. Ah ja, den Turm habe ich gar nicht gezeigt. Aber das ist natürlich ober dem Ding gewesen. Kann ich ja kurz zeigen. Aber hier gibt es nicht viel zu sehen. Noch nicht viel, vielleicht später. Jo, also. Dann nächstes. Das Haus von Alex Kraft und Flohzucker. Okay. Aha, das ist noch nur halb. Okay. Da wird er wahrscheinlich dann der runterbauen oder so. Okay, da gibt es unterirdisch etwas scheinbar. Aber ich gehe jetzt nicht rein, wenn es nicht will. Gut. So, und dann das nächste Haus ist von Flohzucker auch. Wahrscheinlich der gleiche, okay. Oh, man bekommt Rübchen. Hab ich schön, nimm's, leg's wieder rein, so. Ein Bett, okay. Und hier unten das Lager von ihm, okay. Gut. Ich will aber nicht, dass du mir Sachen gibst. Ich liebe den anderen geben, die ihn besuchen. So. Und hier eine Windmühle, genau. Die Windmühle, die Floster gebaut hat. Und mit dem Mühlstein. Hier geht's nach oben. Schauen wir mal nach oben. Okay. Hier mit Aussicht. Okay. Kann man hier hin ringsum gehen. Und jetzt noch ein Stockwerk nach oben. Hier ist es recht dunkel. Auch mit dem Ding, was dreht. Wie man dem sagt. Das runde Holz. Und hier dann das Mühlblatt. Also das Mühlrad, eher gesagt. Okay. Kurz nochmal von außen zeigen. Lass mich durch. So. Okay. Mit Gewicht. Sogar mit Gewicht. Eine Truhe mit nichts. Okay. Den Leuchtturm habe ich das letzte Mal schon gezeigt. Gehen wir weiter. Hier baut jemand scheinbar eine eine Kirche oder so etwas. Lassen wir uns mal überraschen. Ah, der Gregoritas hat hier weitergebaut. Ja. So. Und hier drüben scheint noch etwas zu sein, aber das ist wahrscheinlich auch von 1997. Ja. Okay. Habe ich jetzt noch was vergessen? Es hat sich so viel getan. Ich müsste. Ah, ich will noch euch etwas kurz zeigen. Bin noch dran. So. Die fragen schon, ob ich Video gemacht habe. Da sind noch. Genau, hier hinten haben wir eine öffentliche Farm gemacht. Da dürft ihr Sachen ernten. Und ja, Kühe schlachten und Hühner schlachten. Einfach eben, das ist einfach weniger Aufwand ist für die Admins, dass man hier die Kühe dann wieder nachzüchtet und auch die Hühner wieder nachzüchtet.
Und wenn ihr Sachen nicht braucht, bitte in die Truhen hineintun, damit die anderen, die halt nicht so viel Zeit haben oder so, die Sachen auch schneller bekommen können. So, also. Könnt ihr alles ernten, wieder anpflanzen. Hier hat es Weizen für die Kühe und Samen für, also Weizensamen für die Hühner. Und alles weitere, was noch fehlt, kommt natürlich noch dazu. Das habe ich gebaut mit dem Stall und so und bin noch nicht fertig geworden. Ja, Geduld. Genau. So, gehen wir mal zuerst mal zu Nocturne. Ist das Schiff? Flugschiff ist es, okay. So, hier baut Nocturnal das Flugschiff. Ich zeige es mal kurz von außen. So, also wirklich eines der Top-Projekte auf dem Server. Hier sogar mit Propeller und Motor mit Öfen. Oder sind das Werfer? Das sind Öfen. Ja, okay. Innen sogar Kapitänskajüte. Und hier oben das Rad. Okay. Hier sogar mit Leiter oder so Stabilisatoren, diese Bretter. Hier vorne auch mit einem Segel, das sogar ein bisschen gekrümmt ist vom Wind. Und ja, hier unten hat er seine Schaffarm mit seinen Essensnachschubpflanzen und mit einem Weizen im Briefkasten. So, und als nächstes gehen wir zum Gebiet, zur Zone Zukunft. Das wird momentan gebaut, damit ihr dort auch in Zukunft bauen könnt und nicht immer im Mittelalter. Hier ist übrigens die Zone vom Fantasy, da macht das Luftschiff hier. Und ja, so ungefähr in dieser Richtung, also im Süden. So, Home, Zukunft. Aha. Zukunft. Ja, Warp ist es. So. Hier ist nämlich eine Mauer aus Stahl, aus festem Stahl. Hier unten hat es noch ein Glas mit Wasser oben drauf. Okay. Blaues Glas scheinbar. Die, ja, die Zone grenzt das Mittelalter, die Mittelalterzone mit dem Zukunft, mit der Zukunftszone. Und ja, wird momentan noch kurz ein bisschen bebaut hier drüben. Da kommt eine Raumstation hin, wo man dann auch in eine bestimmte Welt gehen kann, wo es so, ja, also im Weltall oben ist, wo es Planeten gibt, Luftschiffe, und ihr dürft dann natürlich auch Raumschiffe, Luftschiffe, ja, alles mögliche bauen, was halt ins Weltall gehört, Raketen, Raumschiffe, ja, alles mögliche, Space Shuttles oder sogar irgendwelche Drohnen oder alles mögliche, was so ins Weltall gehört. Meteoriten und Asteroiden gibt es dann auch und so weiter. Aber das ist momentan nicht im Bau. Lift für Astronauten. Und ja, momentan gebaut von mir, aber wegen Zeitgründen momentan nicht gerade sehr fortgeschritten. Aber das kommt. So, gehen wir kurz zum Spawn. Dann kann ich noch euch die anderen Welten zeigen kurz. Und zwar, wenn wir jetzt hier reingehen, kommt ihr eben in diese Portalwelt. Hier gibt es momentan 5, 6 Gebiete. Ins Blaue kommt ihr zurück zur Hauptwelt.
Da könnt ihr im Nether farmen. Das ist die Nether Farm. Hier ist die normale Weltfarm. Könnt ihr auch farmen, alles Mögliche. Hier drüben ist die RVR-Welt. Die zeige ich nachher kurz. Da kann man noch nicht rein. Das ist die Weltart. Scheinbar ist es wahrscheinlich die Kreativwelt. Und hier sind die Portale für die Zeitzonen, wie zum Schweben die Zukunft und die Fantasy-Welt. Aber hier kann man noch nicht rein. Das zeige ich dann, wenn sie offen ist. Aber hier ist zwar geschlossen, aber ich zeige sie kurz euch. So. Und zwar spawnt ihr hier in einem Vulkan. Ja, das ist jetzt momentan eine Kuppel noch. Aber ringsum kommt dann noch der Vulkan. Habe ich schon mal ein bisschen angefangen. Wie gesagt, alles noch im Bau. Hier ist die Beschreibung zum Roten Reich. Da wird auch noch viel geschrieben. Und hier die Beschreibung zum Blauen Reich. Und im Blau ist es mittelalterlich und Rotes ist römisch. Also ich will so zwei, ja, unterschiedliche Bauarten haben meistens. Und hier runter geht es dann zu weiteren zwei. Und mal schauen, was eins ist. Eins ist wahrscheinlich so ägyptisch Art und das andere könnte barbarisch sein oder so. Mal schauen, was am besten ankommt. Alles ist natürlich sehr gerne und so auch wählbar. Und es kommt dann Let's Builds und so, da werde ich euch vorstellen. Wie, also wir zeigen, wie ich baue und ihr dürft natürlich dann wählen, was es so für Arten gibt. So, und hier kommt jetzt der Vulkan ringsum. Er ist zwar ein bisschen eckig, aber ja, besser geht's nicht unbedingt so gut. Es muss einfach zeigen, dass die Welt im Krieg ist und deshalb ja, ist ein Vulkan am Spawn, dass man sieht, dass ja, dass die Götter es ernst meinen, weg mit dem Krieg. So, und hier kommt die Spawn-Stadt der Blauen. Die Stadt sucht noch einen Namen. Sie ist einfach in einem See und da drauf wird dann das Rathaus kommen und dahinter wird noch irgendwas kommen. Jo. Und hier ist noch ein Marktplatz, dann kommen hier die Häuser überall. Im Marktplatz, ja, gibt es Nahrung, aber die ist wahrscheinlich nicht nötig, weil wir die RVR-Welt recht easy gestalten, damit man nicht, sich nicht um Essen sorgen muss und nicht um Wiederbelebungen, um Leben generieren und regenerieren und so weiter sorgen muss. So, hier werden dann noch die Mauern kommen, damit es ein bisschen abgegrenzt ist und es wird dann immer wieder Zonen geben, wo ihr dann diese Zone einnehmen könnt, wenn das Reich dem anderen gehört, das, dem anderen Reich. Diese Zonen werden dann übernommen und es gehört dem Volk und dann könnt ihr euch dort wieder ausrüsten und ja, verteidigen oder weiterziehen und ein anderer der Zonen einnehmen und so weiter. Also es wird ein dauernder RVR-Kampf hier auf dem Server herrschen und wir werden mal schauen, wie es ankommt. Und ja. So. Haben wir alle Welten? Ja, scheinbar schon. Okay. Dann sage ich mal Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Vorstellungsvideo, wenn es dann wieder fortgeschritten ist. Mir gefällt langsam der Server richtig gut. Und es ist auch sehr friedlich hier und ja. Eben ein Dankeschön an Floster dafür, dass du den Server leitest. Und Dankeschön für Mega Coolman, für die Plugins und so weiter, die relativ schlecht eingestellt waren am Anfang. Hat er recht gut überarbeitet und für uns angepasst. Dann ein Dankeschön an Topination. Auch, dass du mitmachst, uns hilfst und ja, mich unterhältst und uns unterhältst am besten. Jo, und Dankeschön auch an alle, die auf dem Server sind, bauen,
Spaß haben und so weiter. Also, Dankeschön, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.